Die Kamera! Hallo Party People! Herzlich willkommen bei Skyline TV Live. Guten Tag. Heute wird gekämpft und ich würde aus meiner Perspektive jetzt auch schon mal sagen, es wird bekämpft. Es tut mir leid. Hier ist unser heutiger Kandidat. Hier ist Malte, 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 Malte. Hi, ja, man weiß immer nicht. Hey, hi. Na, ich bin der Eskalateur. Also wir haben über 80 verschiedene Spiele hier. Haben extra für euch die besten ausgewählt, die zu euch passen. Kategorien Sport, Taktik, Wissen, Geschick. Also gut, sind schon auf jeden Fall dabei. Geil. Dann haben wir heute die Bestie gegen den Eskalateur im 1 gegen 1 bei Buddy Welsh. So, bereit fürs erste Spiel. Es geht um einen Punkt und das Ganze nennt sich Sortiere. So, ihr seht hier verschiedene Länder und die dürft ihr gleich sortieren und zwar den Einwohnerzahlen nach. Ja, heißt, viele Einwohner sind oben, wenige sind unten und ihr legt immer nacheinander ein Land und sortiert das in die Liste ein. Ja. Okay, von welchem Land kann ich denn ausgehen, dass Adam keine Ahnung hat, wie viele Einwohner das hat? Ich glaube das hier. Das weiß er bestimmt nicht. Ja, oben mehr Einwohner, unten weniger. Ach so, gut. Ja, ja, wollte ich immer sagen, ganz wichtig, wenn ihr das links ablegt, dann ist es auch eingeloggt. Ja, also wenn du es jetzt loslässt, dann kannst du es nicht mehr ändern. Und das ist falsch! Hello darkness, my old friend. Es geht an Malte! Den Eskalateur. So nämlich. So. Es sollte sein einziger Punkt heute bleiben. Spiel Nummer 2. Es geht um 2 Punkte und es wird ein bisschen sportlicher, würde ich sagen. Das Ganze nennt sich Langsamfahren. Ja, ihr dürft gleich mit diesen BMX-Rädern versuchen, so langsam wie möglich zu fahren. Ihr seht, die haben keinen Sattel mehr und da gibt es auch keine Bremse dran. Ja, also macht es ein bisschen schwieriger. Nummer 1. Fertig. Los. Da ist der Bahnsteig. Tschüss. Scheiße, 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 scheiße. Ach, gut. Ach so, stimmt, ich muss ja noch durchfahren. Ja, bist du sehr gut. Erstes Duell geht an Adam. Nächstes Spiel entscheidet, Leute. Dieses Spiel meine ich. Kreis auch schon, den man wenn du dich jetzt bewegst, kannst du nach vorne bewegen. Ach so, das ist meine Zielscheibe. Hinzeigen. Oh Junge, da muss ich jetzt aber erstmal nach unten fliegen. Alter, ich fliege. Ich fliege. I believe I can fly. I believe I
nicht so einfach. Oh, der Chat wird mich lynchen. Ja. Arsch nach hinten, Arsch nach hinten, Arsch nach vorne, Arsch nach unten. Oh, 750. Ja, 750. Oh Gott, ich mache alles. Oh, ey. Nimm mal den nächsten. Okay, okay, okay. Oh, ich bin... Okay. So, noch drei Stück, ja. Das ist richtige Richtung. Okay, in die richtige Richtung. Oh Gott. Ich sag ja, manche Leute... Ja, das ist... Einmal drehen, nee, nochmal drehen. Dann sind die zwei Minuten rum. Sind wir nicht auf dem Topf in den Eis gekommen. So, mit einem Hochbestand von 9250 zu 1500 geht der Sieg in Spiel Nummer 3 an alle. Danke, 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 Chat, danke. Aber Spiel Nummer 4, es geht um 4 Punkte und das Ganze nennt sich Fußballrampe. Ja. Wie hast du Fußball gespielt oder Fußballfähigkeiten vorhanden? Ja, also wir werden sehen. Also wenn ja, wenn ich welche habe, dann sind die sehr, sehr unentdeckt gewesen bisher. Es ist nur 3 Punkte. Oh, die Kamera! Dann einfach den Ball die Rampe hochschießen und ihr seht die verschiedenen Felder. Der Ball rollt die Rampe hoch in das entsprechende Feld, aber ganz wichtig, der Ball braucht einen Umkehrpunkt. Heißt, er rollt hoch und fängt einmal wieder an, zurückzurollen. Ja, ich fange nächste Woche an. Nein! Oh, die werden mich so verfluchen. Dort hängt das Spiel aus. Ja. Sakramia. Ja. In meiner Fantasie ist es so gut. Ja, wir werden sehen. Also wenn ja, wenn ich welche habe, dann sind die sehr, sehr unentdeckt gewesen bisher. Oh. Ja, das werde ich jetzt sicherlich, ne? Du musst die 8 machen, Malte. Ja, das werde ich jetzt schaffen. Mach dann einfach ich die 8. Ich direkt zurück, damit ich die 9 Punkte habe. Ja. Aber sind nur 3 Punkte. Wir haben immer zu meiner Ehrenrettung, ne? Ehre noch gerettet. Kommt auch noch mal zurück. Sogar 4 Punkte. Es steht 9 zu 1. Aber denkt an unser Kuchendiagramm, denkt an unser Kuchendiagramm. So viele Punkte sind schon vergeben und so viele Punkte sind noch offen. Alles ist möglich. zu 15. Sehr gut. Das haben wir noch. Das ist auch viel einfacher auf der linken Seite. Ja, perfekt.
geht um 6 Punkte und das Ganze nennt sich Mario Kart. Here we go. It's me, Mario. Auf die Plätze, fertig, los. Nein, nein, fahr, fahr, mein Engel, fahr, 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 mein Engel, fahr, fahr, ja, ja, das ist doch, das gilt doch, oder? Das ist das Ziel. Nein, da hinten ist nicht das Ziel, das ist das Ziel. Nein. Scheiße, ich dachte, das ist das Ziel. Nee. Die Rotmädchen sind das Ziel. Dann wäre ich mit dem Engel doch noch gefahren. Tja, hättest du mal besser zugehört. Boykott! Hey, schon wieder! Ja, dann verhalte ich mich rein! So, weil er mich gestört hat, habe ich den jetzt versetzt. Ui! Nein! Luigi, nein. Luigi, was machst du? So! Nein, Moment! Doch! Hey, ich bin noch nicht so weit! Nein! Oh nein, er ist am Ziel! Fuck yeah! Fuck! Oh, fuck! Ja! Wieder sehr schönes Spiel, ihr habt sehr schöne Spiele hier, aber dieses Spiel habe ich leider verloren. Ich war nachlässig. Hab das Ziel mit den 2 Reifen verwechselt. Das Ganze nennt sich Marathon-Spiel. Das ist Spiel Nummer 8, das geht um 8 Punkte. Finde ich ein super Spiel. Ja. Relativ simpel. Zeige ich euch einmal. Schnappt euch den Kreisel, den im Startfeld ansetzende. Ganz wichtig, dass ihr aus dem Startfeld auch losspielt und habt hinten 9 Kegel und die müsst ihr versuchen umzuwerfen, indem ihr den Kreis einmal andreht. Der rollt dann darauf zu oder kreiselt darauf zu und wirft dann hoffentlich ganz viele davon um. Ja, das wäre jetzt möglichst mein erster Versuch gewesen. Die könnt ihr jetzt noch zur Seite tun. Würde mir den Kreis wieder schnappen und könnt ihr jetzt meinen zweiten Versuch starten. Runde Nummer 3, erster Versuch, los geht's. Ja, komm on! Ja. Und wir gehen an Adam und Jessel. Oh, Entschuldigung. So. 3-2. Ai, 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 ai. So, Runde Nummer 6. Ja, wieder mit für Malte. Erster Besuch mit dir. Ja. Zweiter Besuch. Komm noch! Schade, echt schade. Sieg für Malte! Aber ansonsten kann ich nur raushängen. Sieg, 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 Sieg! Hat er zum Glück nicht gesagt. Sieg, Sieg, Sieg! Ei, ei, ei. So in die Richtung, ja? Gerne die andere Richtung. Auf die Plätze, fertig, los!
5, 4, 3, 2, 1 und stopp! Es stoppt nicht mehr! Nothalt! 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 Oh, hei, hei. Was für eine Maschine! Kunden, auf die Plätze, fertig, los! Das war anstrengend, aber Anstrengung muss manchmal sein. Guten Tag. So, das Ganze funktioniert so, ihr startet mit einem Becherstapel, dann haben wir es auf den Tisch, auf mein Signal geht es dann los und ihr baut so schnell wie möglich eine Figur aus diesen Bechern auf. Ja, die Figur zeige ich euch, also nicht irgendeine Figur, sondern die ich euch vormache. Das wird im Laufe des Spiels auch immer die gleiche Figur sein. Die Figur sieht aus wie folgt. Auf der einen Seite eine kleine Pyramide, auf der anderen Seite nochmal so eine kleine Pyramide und in der Mitte eine große Pyramide, heißt drei Becher unten, zwei drauf und ein oben drauf. 67% sind für mich und 33% für Malte. Auf die Plätze, fertig, los! Knapper zweiter Platz. Zweiter Punkt für Adam. Auf die Plätze. Fertig, los. Wir müssen in der Karte nicht mehr klatschen. Am liebsten. Ich war am Anfang auch gar nicht so schlecht. Ui. Das ist der Sieg für alle. Buddybash, das war keine Absicht. Aber nochmal auf buddybash.de könnt ihr als Team auch mitmachen hier, ne? Weil die brauchen nicht den Umsatz, aber letztendlich mache ich ja die Sachen auch kaputt, ne? Ist ja auch nett, dass die uns hier spielen lassen. Wo habt ihr Malte gesehen? Ja, Malte ist da oben. Malte ist nicht mit nach unten geflogen. So, nochmal. Mit 44-22 geht der Sieg heute an Adam die Bestie. Dankeschön. Danke. Siegerpokal. Oha. Und natürlich noch die passende Siegerurkunde. Oha. Oh, das Adam die Beste hättet ihr schon vordrucken können eigentlich. Ja. Oh, cool. Geil. Krasses ja, Ding. Gratuliere. Das Ding ist ja voll schwer. Ja. Vielen Dank. Oh, danke schön, Chat. Vielen, vielen Dank. Auch für eure Glückwünsche und so weiter. Cooles Ding, voll das krasse Ding hier. Geil. Ja, danke schön.